Bist du natural oder hast du was genommen? Das Ding ist, ich habe dieses Video gesehen von diesem Unterleitner, wenn das der ist. Kannst du auch in Mexiko übrigens alles in der Apotheke kaufen. So ein Kai Greene zum Beispiel hat mich krass inspiriert, krass motiviert auch. Nur finde ich es geil auch für jüngere Leute, die gerade mit Fitness anfangen zum Beispiel, dass die zu Leuten aufschauen können, wo man auch das erreichen kann. Ich fand Tim Gabel war früher brutal und ich glaube, er war natural. Er hat halt eine Ausnahme genetisch. Okay, Bruder, mit 17? 18? So? Was? So eine High-One-Genetik, weißt du? Die sind so High-Ones, Bro. Die haben so Hände, Bruder. Die haben so Finger, Alter. Die haben so einen Kopf. Ich glaube, manche Menschen sind von Natur aus auch gesegnet mit High-One-Gen, Bro. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen? Bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Leon, was war dein schwerstes Körpergewicht nach einer Massephase und wie schwer warst du nach einer Diät? Schwerste Gewicht in der Massephase war, glaube ich, 115 oder so. Ja, 100, zwischen 110 und 120, glaube ich, war das schwerste Gewicht, was ich hatte in der Massephase. Und als ich dann Diät gemacht habe, bin ich runter auf 98, so. Danach, dann war ich auch schon mal auf 95, aber meistens so 98. Also bei mir, mein Ziel war es eigentlich, also damals war mein Ziel, und das habe ich auch geschafft, mal 100 Kilo relativ lean zu sein, so. Weißt du, 100 Kilo und trotzdem relativ lean, das ist auf jeden Fall so eine Marke, oder wo ich gesagt habe, so, das ist krass. Weißt du, wie ich meine, so? Weil 100 Kilo mit Sixpack und so, das ist schon wild. Also Respekt für alle, die das natural schaffen, so, weißt du? Das war so das Ziel gewesen. Habe ich auch dann geschafft gehabt. Und dann immer mal wieder ein bisschen hoch, ein bisschen runter. So. Je nachdem, wie der Fokus war. So. Irgendwann habe ich halt auch gemerkt, dass dieses ständige Aufbauen, Massephase und dann wieder Diät machen, halt auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und sehr viel, ja, das ist zeitintensiv so. Da vernachlässigst du einige andere Themen in deinem Leben, wenn das nur der Fokus ist. Das habe ich dann irgendwann gemerkt. Deswegen habe ich irgendwann so ein bisschen eine Balance da versucht zu finden. Und mittlerweile. Ja, will ich mich einfach nur noch gut gesund fühlen. Natürlich auch einen relativ guten Körper haben, das liegt mir auch immer noch am Herzen, aber mir ist halt auch wichtig, dass ich mich gesund fühle, dass ich einfach Sport mache und ich muss nicht immer auf dem höchsten Level sein, was Körper angeht, weil wenn du da nur den Fokus drauf hast, dann gehen viele andere Sachen flöten. Und es pusht auch krass dein Ego, so weißt du. Wie findest du Paul Unterleitner? Kenne ich nicht. Ich glaube, ist es der Dude, der auch gerade, ist es der Dude, der auch gerade in Miami irgendwie war? Ich habe ein Video gesehen in Miami, wo der so mit so schwarzen Brüdern so irgendwie über natural und nicht natural redet. Ist es der? Bist du natural oder hast du was genommen? Das Ding ist, ich habe dieses Video gesehen von diesem Unterleitner, wenn das der ist. Okay, einer schreibt gerade, ja, genau, das ist der. Da hat der so, der Bruder, mit dem er dann so einen kleinen Talk gemacht hat, hat dann gesagt, so, bist du natural? Der sagt, Ding, ich nehme Kreatin und Eiweiß. Da sagt er, da bist du nicht natural. So sehe ich das halt nicht, Bro. Keine Ahnung. Für mich heißt dieses Natural Bodybuilding oder Natural zu sein. Es ist halt zwei paar verschiedene Schuhe. Es kommt drauf an, mit wem du redest. Wenn du jetzt mit einem Fitnessathleten, mit einem Bodybuilder redest, so, und den fragst, ob der natural ist, dann heißt es, ob der irgendwelche illegalen Substanzen zu sich genommen hat. Meiner Meinung nach so. Das ist dann der Film. Weißt du, wie ich meine? So hast du dir irgendwas genommen, um dich zu boosten, so was außerhalb von jetzt Protein oder Kreatin oder sowas ist, sondern irgendwelche Sachen, die auch auf der Dopingliste stehen, hast du dich gedopt. Also das ist für mich natural, weißt du? Und wenn du danach fragst, dann bin ich natural. Ich habe noch nie irgendwas genommen, was mich boostet, so im Sinne von Doping, von Testo oder die ganzen anderen Sachen, die es gibt, Wachstumshormone, Trenbolon, was es nicht alles gibt, so. Kannst du auch in Mexiko übrigens alles in der Apotheke kaufen. Und da habe ich noch nie drauf zurückgegriffen, habe ich noch nie gefühlt irgendwie. Ich war da irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe auch zu viel Respekt davor gehabt. Und ich habe mich, generell fühle ich mich nicht wohl dabei, wenn ich so Abkürzungen nehme, weißt du, wie ich meine, so mir irgendwas reinfetze, damit ich schneller krasser aussehe und dann sagen, ich bin krass. Ich für mich habe immer gesagt, du bist erst krass, wenn du es schaffst, auf dein naturales Maximum zu kommen. So, das war so meine Einstellung. Hab aber auch gute Vorbilder gehabt, was das angeht, muss ich sagen. Hab gute Vorbilder gehabt, so da, wo ich angefangen habe mit Fitness, da kam dieses Natural Bodybuilding auch voll krass in den Vordergrund, weißt du? Viele Leute haben das gepredigt, haben gesagt, so, das ist der gesündere Weg, das ist der coole Weg, so.
Und finde ich auch gut, dass die jüngeren Leute nicht nur so, damals gab es nur viele Stoffer-Bodybuilder, auf die man hinaufgeschaut hat. Und ich, das heißt nicht, ich schaue nicht auf die hinauf, weil die sind auch krass. Also so ein Kai Greene zum Beispiel hat mich krass inspiriert, krass motiviert auch. Nur, und die stecken auch mindestens genauso viel Arbeit, wenn nicht sogar noch mehr. Das heißt nicht, wenn du stoffst, dass du direkt einen krassen Körper hast. Du musst selber sehr, sehr viel reinstecken. Also kein Disrespect an alle, die mal gestofft haben. So. Nur finde ich es geil auch für jüngere Leute, die gerade mit Fitness anfangen zum Beispiel, dass die zu Leuten aufschauen können, wo man auch das erreichen kann, sage ich mal. Wenn das humane Ziele sind. So, wenn das Leute sind, wo du siehst, okay, die scheinen natural zu sein und das alleine motiviert dann einen, so selber natural einen guten Körper sich aufzubauen, weil es möglich ist. Man sieht, dass es möglich ist. So. Lazar Angelov fühle ich, feiere ich, prägt mich. Ich fand, Tim Gabel war früher brutal und ich glaube, er war natural. Er hat halt eine Ausnahme Genetik. Ja. Vor allen Dingen, ich habe Tim Gabel auch auf Bildern und so, sieht der halt auch nochmal viel heftiger aus als in Real Life, damals mäßig so. Wenn du ihn in live getroffen hast, ich habe ihn live getroffen und dann habe ich auch gesehen, so krass, also so krass unnatural sieht es gar nicht aus in echt. Und dann habe ich ihm auch geglaubt, weißt du, wie ich meine, so. Auf Bildern manchmal dachte man sich schon so, oh shit, man, okay, Bruder, mit 17, 18, so, was? Aber wenn du ihn live gesehen hast, dann hat das alles ein bisschen relativiert. Und vor allen Dingen ist es auch ein sehr kurzer Dude, sag ich mal. Der ist nicht so groß, seine Arme waren so, sein Bizeps war klein, sag ich mal, so von der Länge her, aber halt voluminös. Und wenn du jetzt lang bist, wie ich zum Beispiel, hast du so einen riesen Arm und um den voluminös aussehen zu lassen, gehört ein bisschen, also brauchst du mehr Masse. Vecchio. Wie findest du Cristiano Ronaldos Körper, Bro? Alles Training und Ernährung bei ihm. Der Typ ist fast 40. Krass. Habe ich jetzt gerade nicht so vor Augen. Tim Gabel, nö, nicht natural, meine Meinung. Ja, viele, Bro, das war ein Riesenthema. Das war ein Riesenthema früher auch. Tim Gabel, ist der natural oder nicht? Da gab es richtige Expose-Filme und Videos und Onkel Bob und so. Und alle haben sich darüber Gedanken gemacht. Jeder hat darüber geredet, ist der natural oder nicht natural und so. Keine Ahnung, Bruder. Am Ende des Tages wissen nur die selber, ob die natural sind oder nicht. Ich habe auch irgendwann, weißt du, ich war auch da so drin. Natürlich, ich war im Fitnessbereich, ich war natural, habe nie was genommen. Habe mich auch dafür interessiert, wer ist natural, wer nicht. Wer sagt nur, dass er natural ist und so. Habe mir dann voll viel Gedanken darüber gemacht. Aber am Ende ist es ja klar, du wirst nie selber rausfinden, ob der natural ist oder nicht. Der kann dir erzählen, was er will. Das kann so aussehen, wie es will. Wenn der sich jeden Abend irgendwo einschließt oder ein paar Mal die Woche irgendwo einschließt und sich was in den Arsch reinjagt, dann werden wir das nicht mitkriegen, wenn er das nicht mit der Öffentlichkeit teilt. So. Bratan, die Kraftwerte sind unglaubwürdig, sagt Bratan TV. Oh, Bruder, Bro, ich habe schon Leute gesehen, die waren so, ne? Die waren so und die haben Kraft gehabt, die haben auf der Bank Sachen weggedrückt, da hat jeder krasse Bodybuilder nebendran eingepackt. Deswegen, Bro, ich bin mit Vorwürfen und mit so Dingen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Weil wie gesagt, am Ende des Tages werden nur diese Leute selber wissen, ob die natural sind, weißt du? Also ich muss ganz ehrlich sagen, aber wo es mich am meisten so getriggert hat oder wo ich mir gedacht habe, so, hey, das kann doch nicht wahr sein, Digga, ist Simeon Panda, Bro. So, weil er ist einfach ein Monster, der Typ. Aber ich bin auch davon überzeugt, ich habe auch Menschen kennengelernt, so wie Big Nasty zum Beispiel, die haben einfach so eine Monster-Genetik, die haben einfach so eine High-One-Genetik, weißt du? Die sind so High-Ones, Bro. Die haben so Hände, Bruder, die haben so Finger, Alter, die haben so einen Kopf, so, weißt du, wie ich meine? So, ich glaube, manche Menschen sind von Natur aus auch gesegnet mit High-One-Gen, Bro. Und wenn das so läuft, dann läuft das so, weißt du? Also ich glaube schon, dass es so Ausnahmen gibt. Gibt's ja immer. Es gibt ja ganz viele genetische Wunder. So, ich glaube schon, dass es Ausnahmen gibt auf jeden Fall. Die reden dann auch so, weißt du? Ich meine so, die haben das in sich, Bro. Inscope und Ron waren krass damals, sagt Tufan. Körpermäßig? Ja. Die waren süß. Süß auf jeden Fall.